So, jetzt ein neuer Versuch, mein Video über die schöpferischen Kräfte der Menschenseele abzuschließen, aus der Sicht von Werner Heisenberg nach der Schrift Ordnung der Wirklichkeit, die im Jahr 1942 verfasst worden ist und erst 1989 veröffentlicht worden ist. Ich hatte schon gesagt, dass nach Werner Heisenberg das 20. Jahrhundert dominiert ist von Diesseitsreligionen, und zwar der Diesseitsreligion des Nationalsozialismus und des Bolschewismus und auch der angelsächsischen Welt, in der der Positivismus vorherrscht, also der naturwissenschaftliche Materialismus. Alles Sichtweise von Werner Heisenberg, aber es ist ja auch erstmal nur so eine Beschreibung, die vieles für sich hat. Und dann war plötzlich das Video abgebrochen, weil mein Speicherplatz voll war. So, und jetzt geht's weiter. Immerhin können viele Menschen von den Auswirkungen des menschlichen Geistes in der objektiven materiellen Welt ergriffen werden. Ja, also er spricht davon, warum die angelsächsische Welt so ein überzeugendes Weltbild hat, obwohl da die schöpferischen Kräfte der Menschenseele ja überhaupt kein Gewicht mehr haben. Der Anblick etwa eines riesigen Schiffes, ja, eines Ozeandampfers, eines Passagierschiffes oder der zu den Wolken reichenden Bauwerke von Manhattan kann uns ein Staunen einflößen, indem wir die dämonischen Mächte deutlich spüren, denen sich der Mensch hier verbündet hat. Und vielleicht beruht die Überzeugungskraft der angelsächsischen Weltanschauung auf solchen Erlebnissen. Ist ja, ne, ist beeindruckend. So. Ja, das ist die Sichtweise von Werner Heisenberg im Jahr 1942. Es ist aber doch wohl die Frage, inwieweit man diese Weltanschauung mit den anderen Religionen vergleichen kann. Sie hat zwar manche Züge mit den anderen Religionen gemein. Insbesondere gilt auch hier, dass der Gläubige kaum einen inneren Zugang zur Erlebniswelt des Angehörigen einer anderen Religion gewinnen kann. Das hat er vorher ausgeführt, dass eben Religionen die Menschen trennen. Ja. Und das ist auch hier so. Ebenso wie die anderen Religionen weist auch diese Weltanschauung uns Menschen auf etwas hin, das außer oder über uns und unserem Willen nicht mehr unterworfen ist, nämlich die ewigen Gesetze, nach denen die objektive Welt abläuft. Aber der Umstand, dass in dieser Weltanschauung kein Mythos existiert, der in symbolischer Form von der schöpferischen Kraft der Seele redet, hat doch zur Folge, dass sie an einer entscheidenden Stelle weniger bedeutet als die echten Religionen, während die wirklichen Religionen den Blick immer wieder nach innen wenden und so dafür sorgen, dass der schöpferische Bereich der Seele trotz allem Unglück in der Welt möglichst unverletzt bleibe, gibt die dem Objektiven verschriebene Weltanschauung die Seele allen Unbilden schutzlos preis. Wobei der Schaden, der hier angerichtet wird, umso größer sein kann, als er im Allgemeinen nicht ins Bewusstsein der Menschen tritt. Deshalb ist es wohl nicht wahrscheinlich, dass diese Weltanschauung auf die Dauer bestehen kann, wenn einmal die Worte des Christentums völlig unverständlich geworden sein sollten. Der Zustand ist wohl heute schon längst eingetreten, obwohl das viele noch nicht verstanden haben. Vielmehr wird sich dann eine andere Sprache gebildet haben, in der wieder die Kräfte ausdrücklich benannt werden, die durch unsere Seele hindurch die Welt verwandeln. Ja, da kann man auch viel zu sagen. Ich bin ja sehr, sehr froh, als der sehr positivistische, materialistisch denkende Naturwissenschaftler Gerhard Roth einen Vortrag veröffentlicht hat auf YouTube und auch als Buch, wie das Gehirn die Seele macht. Also die ganz krass materialistische Naturwissenschaft hat inzwischen den Seelenbegriff wieder in die Wissenschaft eingeführt. Und zwar nicht nur äußerlich einfach, nur weil man den Begriff gerne verwendet, sondern der Gerhard Roth hat das von innen her, also weil Empathie naturwissenschaftlich erforschbar ist. Und Empathie ist am besten mit Seele, mit Einfühlungsvermögen und mit Beseelung zu übersetzen. Also das ist in die moderne Naturwissenschaft zurückgekehrt. Das war zu Heisenbergs Zeiten nicht so. Und dann sollte man ja eigentlich meinen, dass jetzt allmählich auch ein Hardcore-Naturwissenschaftler sich um das Gleiche sorgt, wie sich das Werner Heisenberg gesorgt hat. Ja. Und das wird auch kommen, ne? Das hat auch der Gerhard Roth tatsächlich schon ansatzweise getan in seinem Vortrag, dass man eben weiß,
Die frühkindlichen Schädigungen der Menschenseele sind die schlimmsten. Die führen zu Seelenmord. Das ist auch krasse materialistische Naturwissenschaft, dass man also die schöpferischen Kräfte der Menschenseele pflegen, bewahren und erhalten muss. Das heißt also, da, soweit ist ja die Naturwissenschaft heute schon, damals war sie es noch gar nicht, also auch aus einem krassen materialistischen, naturwissenschaftlichen Weltbild folgt, wenn ich Seele bewahren will, wenn ich nicht zulassen will, dass Seelen ermordet werden, dann muss ich vor allem die krassen frühkindlichen Erfahrungen, Traumata vermeiden. Also ich muss kindliche Seelen hüten und schützen. Und da sind wir wieder bei den Kindheitserinnerungen von Werner Heisenberg, weil das eben ein anderer Zugang zur Wirklichkeit ist. Also da schließt sich fast wieder der Kreis. So, jetzt kommt er aber, er schreibt hier so viele tolle Sachen. Ich hoffe, dass das Video jetzt hier was wird. Die Liebe und die andere Welt kommen zu uns nicht nach unserem Willen. Also das ist etwas Spontanes, genau wie da auch, das Elektron, das um den Atomkern kreist, nicht vollständig in Raum und Zeit einzuordnen ist. Das hat er ja vorher schon ausgeführt, das ist ein prinzipiell zufälliges Ereignis oder Wahrscheinlichkeit, also kann nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angegeben werden, wo sich das Elektron gerade befindet. Genauso kommen auch die Liebe und die andere Welt zu uns nicht nach unserem Willen. Wir können uns vielleicht für ihr Kommen empfänglich machen, wir können sie herbeiwünschen oder auch alle Hoffnung auf ihr Erscheinen aufgegeben haben. Jedenfalls müssen wir sie immer, wo sie in unser Leben eingreifen, einfach als Geschenk hinnehmen, ohne nach dem Woher zu fragen, als die Gnade einer höheren Macht, die unser Schicksal bestimmt und der wir uns dankbar fügen dürfen. Also immer, wenn über die immaterielle Seite der Wirklichkeit geredet wird, über die nicht rationale Seite der Wirklichkeit, und davon ist ja jetzt die Rede beim religiösen Erlebnis, immer dann ist das nicht im naturwissenschaftlichen Sinne zustimmungspflichtig. Wenn Gerhard Roth sagt, dass frühkindliche Schädigungen Seelenmord bewirken und dass man deshalb dort anfangen muss, wenn man heilen will, gerade die schlimmsten seelischen Erkrankungen, und da wäre viel drüber zu sagen, das will ich aber jetzt alles weglassen, das wäre zustimmungspflichtig, aber jetzt, was er hier sagt, der Werner Heisenberg, das ist natürlich noch nicht völlig zustimmungspflichtig. Hier geht es, also das kindliche Seelenleben muss geschützt und bewahrt werden, das ist zustimmungspflichtig. Das ist von der Naturwissenschaft ja gut genug erforscht, die ganzen frühkindlichen Prägungen, da muss man nicht lange drüber streiten, das ist gesichertes Wissen. Wie aber die erwachsene Seele die nicht materielle Seite der Wirklichkeit, die nicht rationale Seite der Wirklichkeit erlebt, ne, das ist eine philosophische Deutung erstmal noch, das ist noch nicht zustimmungspflichtig, aber es ist eine Deutung, also wenn man überhaupt schöpferische Kräfte in der Menschenseele gelten lässt und in der kindlichen Seele muss der Naturwissenschaftler sie gelten lassen. Und die schöpferischen Kräfte in diesem Universum sind auch schon längst, das wusste der Heisenberg ja noch nicht, sind auch schon längst durch die Komplexitätstheorie wieder in Geltung gebracht worden. Auch das ist viel zu wenig Thema der modernen Naturwissenschaftsberichterstattung. Also Ordnung entsteht aus Chaos durch Phasenübergänge, wo eben im Schmetterlingseffekt, ne, kleine Wirkung, kleine Ursachen haben sehr, sehr große Auswirkungen. Und dort überall entsteht, das ist ein schöpferischer Vorgang, wo Neues entsteht, was vorher nicht da war. Das sind nämlich die Phasenübergänge zwischen diesen Seinsebenen der Welt, zwischen diesen Schichten, von denen schon bei den früheren Videos die Rede war. So, und dort entsteht Neues und das sind die Schöpfer. Also die Naturwissenschaft weiß, was Genialität ist und was schöpferisch ist, Kraft ist und was Kreativität ist. Das weiß die Naturwissenschaft inzwischen auch. Das kann sie sogar auf physikalischer Ebene beschreiben. Insofern das ist auch ursachlos. Das ist ursachlos. Also ein Schmetterlingseffekt ist prinzipiell nicht vollständig in Raum und Zeit einzuordnen. Das ist ja gerade das Wesen dieses Schmetterlingseffekts, dass es nicht berechenbar ist. Es ist also ein Zufallsereignis. Da sind wir wieder genau bei, da haben wir das gleiche Phänomen vorliegen, was wir bei der Quantentheorie vorliegen haben und was jetzt Werner Heisenberg über das reife seelische Bewusstsein des Menschen sagt.
Und das ist immer noch eine philosophische Deutung, aber da kann man viel von naturwissenschaftlicher Seite, viel mehr heute von naturwissenschaftlicher Seite aus dazu sagen, als es zu Zeiten von Werner Heisenberg gesagt wurde. Das hat auch Holmer von Ditfurth herausgearbeitet, noch besser hat das Konrad Lorenz in seiner Spätschrift herausgearbeitet, der Abbau des Menschlichen, wo er auch sagt, die Zukunft ist nicht vorhersehbar, es gibt da Unberechenbares. So, und das sind eben diese schöpferischen Kräfte, die in der Menschheitsgeschichte auch eine Rolle spielen. Aber das, ich will da nur mal so ein bisschen andeuten, wie man diese Gedanken von Werner Heisenberg heute einordnen könnte und sozusagen fast zustimmungspflichtig machen könnte, noch nicht ganz, aber da könnte man schon noch viel dazu sagen von naturwissenschaftlicher Seite aus, von positivistischer Seite aus. Also, wir haben es als einfach als Geschenk hinzunehmen, ohne nach dem Woher zu fragen, als die Gnade einer höheren Macht, die unser Schicksal bestimmt und der wir uns dankbar fügen dürfen. Das ist jetzt die Sichtweise von Werner Heisenberg. Höhere Macht ist immer sehr gefährlich, weil man dann wieder sagt, einige Leute haben einen besseren Zugang zu dieser höheren Macht als andere und haben deshalb das Recht, anderen beratend als spiritueller Berater beizustehen, damit sie auch diesen Zugang zur höheren Macht bekommen. Also ich würde es anders formulieren. Es gibt auch Philosophen im 20. Jahrhundert, die das noch behutsamer und vielleicht noch angemessener beschrieben haben, weil sich dieser Gefahren des Seelenmissbrauchs noch deutlicher bewusst waren als Werner Heisenberg. Aber das ist schon mal eine tolle Beschreibung. So, wenn man daran denkt, wie dieses Geschehen von außen als eine Änderung der menschlichen Bewusstseinsstruktur erscheint, so wird man vergleichend sagen können, dass solche Änderungen ebenso wenig unserem Willen unterworfen seien, wie etwa das Wachstum oder die heilenden Kräfte unseres Körpers. Zwar können wir durch Übung und Pflege den Körper so kräftig erhalten, dass bei einer Verletzung die heilenden Kräfte ohne Schwächung eingreifen können, aber mit dem Willen können wir das Eintreten der Heilung nicht erzwingen. Das gilt vermutlich sogar für seelische Schädigungen und seelische Verletzungen, wo ja noch viel Mutmaßung ist, wie man seelische Verletzungen, ob sie überhaupt heilbar sind und wenn ja, wie. Das ist auch Thema des Vortrags von Gerhard Roth übrigens, wie das Gehirn die Seele macht. Eben weil das Gehirn die Seele macht und weil seelische Phänomene so verletzlich sind, gerade in frühkindlichen Zeiten, ist das eigentlich noch nicht verstanden, wie man das dann letztlich doch heilen kann. Denn die Ausbildung des Vorderhirns, dort, wo die menschlichsten seelischen Eigenschaften verschaltet sind, das habe ich gerade erst bei Joachim Bauer gelernt in seinem Buch, in seinem Videovortrag über wie wir unsere Macht zurückgewinnen. Die vorderen seelischen Strukturen, wo unser Ich-Bewusstsein drin ist, unser ganzes Selbstverständnis, wie wir uns gegenüber der, wie wir die Welt wahrnehmen, das wird erst überhaupt im ersten Lebensjahr als Baby, reift das überhaupt erst? Bei Geburt sind diese Nervenzellen noch gar nicht ausgereift. Und insofern ist das schon sehr wesentlich, wie wir mit unseren kleinen Kindern umgehen. Sehr wesentlich. Und das, wer redet darüber? Ne? Also das ist eigentlich kaum... Da ist keine Ehrfurcht da vor den Naturgesetzen. So, weil das irreversible Vorgänge sind. Ne? Das ist prägungsähnliches Lernen, was dabei in frühkindlichem Stadium passiert, ist irreversibel im wesentlichen Dingen. Und deswegen ist es auch von Seiten, sind seelische Schädigungen noch viel schwerer zu heilen als körperliche Schädigungen. So, und davon ist hier die Rede. Ähnliches gilt in gesteigertem Maß vor den schöpferischen Kräften der Seele, die als ein Teil der letzten und innersten Kräfte alles Lebens schlechthin unser Schicksal ohne unseren Willen von einer höheren Schicht her bestimmen. Also von der anderen Seite der Wirklichkeit, von der nicht-materiellen Seite der Wirklichkeit her bestimmen sie unser Schicksal. Schließlich wird man hier daran erinnert, dass die schöpferischen Kräfte noch in einer anderen Form spürbar in Erscheinung treten, und zwar an dieser letzten entscheidendsten Stelle ausdrücklich nur für den einen begnadeten Menschen. Dort, wo wir von der geistigen Erleuchtung oder von der Eingebung des Genies sprechen, jetzt kommt er zum Genie, ne? Wir erinnern uns, er hatte sich auf Goethe bezogen, auf das Schichtenmodell von Goethe, und da kommt ganz zum Schluss das Genie. Das ist sozusagen der Geniekult des 19. Jahrhunderts. Zu allen Zeiten ist dies von den Menschen ja so gesehen worden. Ob man wie Plato vom göttlichen Wahnsinn gesprochen hat oder ob der Mensch als das Werkzeug der Gesandte Gottes erschien oder ob man wie im letzten Jahrhundert den genialen Menschen als einen Menschen besonderer Art verehrte. Immer ist erkannt worden, dass einzelne seltene Menschen ohne ihren Willen die Kraft zuströmt, das Unvergängliche in Symbole zu bannen.
das Wirken Gottes in ihrer Zeit zu offenbaren und damit in das Schicksal der Menschen, Glück oder Unglück, für Jahrhunderte einzugreifen. Natürlich, Natürlich geschieht dies nicht ohne die innere Vorbereitung, die etwa durch jahrelange Arbeit oder durch schwierige menschliche Schicksale die Voraussetzung dafür schafft, dass hier Entscheidendes ausgesprochen werden kann. Aber schon dieser äußere Gang des betreffenden menschlichen Lebens gehört ja mit zu der Aufgabe, die diesem Menschen offenbar von Anfang an gestellt war. Das ist, so sieht er sich selber, würde ich mal ganz klar sagen. Auch wird die Aufgabe vom Reifwerden des Bewusstseins an stets bewusst anerkannt, vom Reifwerden des Bewusstseins, von diesem verpflichtenden Erlebnis, was er vielleicht 1920 auf diesem Söller der Burg Pappenheim hatte im Sommer 1920. Ja, vor 100 Jahren genau. So, da hatte er dieses verpflichtende Erlebnis. Auch wird die Aufgabe vom Reifwerden des Bewusstseins an stets bewusst anerkannt und zur Richtschnur des Lebens gemacht, ungeachtet der Opfer, die dabei gebracht werden müssen. Die Menschen, in denen dies geschieht, sind eben nicht mehr nur Menschen, sondern sie sind die Werkstätten, in denen die schöpferischen Kräfte sichtbar wirken und Zeugnis schaffen, die über alles Menschliche hinausweisen. Was in dieser obersten Schicht der Wirklichkeit entsteht, ist zugleich das Objektivste und das Subjektivste. Das Objektivste, denn der betreffende Mensch ist sich in jedem Augenblick des Schaffens bewusst, dass er hier im Auftrag einer anderen Welt schafft, handelt, die durch ihn hindurch schafft, und das Subjektivste, denn das Geschaffene, konnte allein von diesem einen Menschen so gesagt oder geschrieben oder gedacht werden. Ja, ich finde auch sehr interessant, ich kann nicht alles vorlesen, aber ich überspringe jetzt mal kurz und jetzt kommt noch ein Gedanke. Man kann an diesen Gedanken anknüpfend die Frage stellen, wie lange der einzelne Mensch in diesem Sinne im Kern der zentralen Entwicklungslinie bleibt. Also erst vorher die Evolution, sagt er auch, in der Evolution sind auch diese genialen Entwicklungsschritte geschehen, wobei Bewahrung des höchsten Grades von Anpassungsfähigkeit, die Erhaltung der Linie, dass es eben eine Höherentwicklung in der Evolution gibt, dass die damit, und das muss, man kann an diesen Gedanken anknüpfen, die Frage stellen, wie lange der einzelne Mensch in diesem Sinne im Kern der zentralen Entwicklungslinie bleibt, das heißt an der Höher- und Weiterentwicklung als Individuum beteiligt wird, und wann er als Einzelner ausscheidet und nur durch seine Nachkommen oder durch seine Spuren auf dieser Erde fortwirkt. Wenn man dieser Frage nachgeht, so sieht es so aus, als ob für viele Menschen bis zum Abschluss der Kindheit der ganze Bereich menschlicher Entwicklungsmöglichkeiten offen stünde. Da muss man sich im Klammer vielleicht dazu denken, wie gesagt, wenn es nicht zu schweren frühkindlichen Schädigungen gekommen ist. So. Und in den Jahren, die den Übergang in einen anderen Zustand einleiten, also etwa vom 13. bis zum 18. Lebensjahr, vereinigen sich scheinbar noch einmal alle Lebenskräfte, um auch diesen Einzelnen teilnehmen zu lassen an dem Letzten und Höchsten, das der Plan der Schöpfung uns Menschen für diesen Zeitpunkt zugebilligt hat. Also weil man da noch sehr offen ist für lebendige Wahrnehmung der Wirklichkeit. Also weil man dem Kind, sozusagen die Kindheitserinnerung, noch näher steht. Aber die Knospe, die hier wächst, kommt schon in den meisten Fällen nicht mehr zur Entfaltung. Mit dem Übertritt in das Leben als des Erwachsenen entscheidet sich für viele Menschen, dass ihre Aufgabe nur in der Weitergabe des menschlichen Geschlechts bestand. Die Spannung, die das einzelne Leben an die große zentrale Linie gebunden hatte, wird gelöst und überträgt sich auf die nächste Generation. Nur in wenigen geht der Prozess der Entwicklung weiter. Zwar erwacht gelegentlich noch bei vielen das Bewusstsein, in diesem großen Lebensprozess jenseits der Grenzen der Persönlichkeit verwoben zu sein, etwa in den Zeiten großer Leidenschaft oder im Opfer für eine menschliche Gemeinschaft oder etwa unter Wirkung eines großen Kunstwerks. Aber allmählich verlischt auch dies wie eine Erinnerung und nur wenige Menschen bleiben im Brennpunkt der Kräfte, die am menschlichen Geist weiterbauen und zu etwas Höherem. Für diese wenigen wird das menschliche Schicksal allein von der gestellten Aufgabe her bestimmt. Nicht selten sprengen die Kräfte das Gefäß des Geistes, in dem sie wirksam sind, und beenden durch eine Katastrophe die einzelne geistige oder körperliche Existenz. Beispiel Hölderlin oder Hugo Wolf. In anderen, Hölderlin,
der dem angeblich dem Wahnsinn verfallen ist. Davon geht der Heisenberg hier aus. Andere sagen ja, dass er sich nur wahnsinnig gestellt hat, weil er politisch verfolgter war. In anderen Fällen genügt wohl einfach die körperliche Kraft nicht, auf die Dauer dem Übermaß an geistiger Wirksamkeit standzuhalten. Mozart, Schubert. In diesem Fall geht er scheinbar davon aus, dass der Mozart einfach gestorben ist an irgendeiner Krankheit. In diesem Fall könnte man auch wieder dazu denken, dass der Mozart eben höchstwahrscheinlich einem Freimaurermord zum Opfer gefallen ist. Das ist ja sogar schon in mancher Mainstream-Presse angekommen. Bei Schubert ist es wohl, der ist, glaube ich, an einer Geschlechtskrankheit gestorben, was auch eine Katastrophe war, ne, für das schöpferische Schaffen dieses Menschen. Ganz wenige schließlich sind ein ganz langes Leben hindurch auch der Last einer solchen Aufgabe gewachsen. Also damit spricht der Heisenberg aus, dass die starken schöpferischen Kräfte der Menschenseele den Körper überfordern können oder sozusagen den Körper an die Grenze der Leistungsfähigkeit bringen können. Ich glaube, das will er jetzt zum Ausdruck bringen, auch wenn er sich hier nicht der besten Beispiele bedient. Bei ihnen löst sich im Laufe der Jahre das Werk von allem Zufälligen, von allem Persönlichen und von jeder Bindung an eine frühere überwundene Entwicklungsstufe. Genau. Plato sagt, dass die Liebe, die Sehnsucht der Menschen nach der... Ja, ich will mal nicht alles vorlesen. So. Gut. Und jetzt geht er hier noch ein paar Sachen durch. So, Gedanken, die will ich mal überschlagen. Gut. Nee, damit bin ich eigentlich schon damit durch. Ah ja, das ist das Kapitel. Dann kommt da noch so ein kleines abschließendes Kapitel. Ja, und das ist auch sehr, sehr, da wollte ich auch noch hin, ja. Er sagt nämlich irgendwo was von den Politikern. Ah ja, das kommt nämlich hier, das wollte ich sagen, genau. Dann lesen wir noch den letzten Abschnitt. Also ich bin immer noch bei diesem Buch, Heisenberg, Ordnung der Wirklichkeit. Und jetzt bin ich allerabschließend, ich kann ja mal das Inhaltsverzeichnis noch hier hin noch einblenden. Das ist das Inhaltsverzeichnis. Ich habe jetzt vor allem behandelt das letzte Kapitel, also es ist in Römisch 1, 2 und 3 eingeteilt. Ich habe so ein bisschen Inhaltsangabe gemacht zu den einzelnen Unterabschnitten. Ich habe zum Teil von Goethe erzählt und dann habe ich vieles überschlagen. Und dann habe ich aus dem 7. Abschnitt des 2. Hauptkapitels die schöpferischen Kräfte sehr viel vorgelesen. Und jetzt bin ich bei drittens, Römisch 3. Da ist es nur ein ganz kurzes Schlusskapitel, aber auch wieder sehr gehaltvoll. Und jetzt möchte ich da noch das Folgende lesen. Jetzt kommen nämlich die Politiker, von denen ich ja auch schon kurz geredet hatte. Die Zeit, in der wir leben, bedroht mit ihrer Unruhe und ihrem Unglück die Werte, die uns bisher gesichert schienen. Das ist heute noch identisch, so wie zu dieser Zeit. Das sind 70 Jahre, sind da jetzt, liegen dazwischen. Nee, 80 Jahre liegen dazwischen. Und wenn man die politischen Wirren als Maßstab nimmt für Bewegungen in den Fundamenten des Denkens, so deuten die Katastrophen dieser Jahrzehnte darauf hin, dass sich die Gewichte des menschlichen Denkens verlagern und dass sie die Fundamente verschieben. Ja, das ist eben, wir haben nur noch Diesseitsreligionen. Und das wirkt sich dahingehend aus, dass wir weltweite Katastrophen haben, und zwar menschengemachte Katastrophen. Und zwar in Form von Kriegen oder Umweltkatastrophen. Ne? Ich will es mal ganz allgemein fassen. So. Und natürlich sozialen Katastrophen. Wie die Welt aussehen wird, wenn diese Verschiebung ihr Ende erreicht hat, wissen wir nicht. Aber wahrscheinlich deutet man die Zeichen der Zeit richtig, wenn man annimmt, dass die Bereiche der Wirklichkeit, die wir selbst unbewusst gestalten, an Wichtigkeit wieder zunehmen werden gegen dem objektivierbaren Bereich. Also er meint jetzt die seelischen Bereiche der Wirklichkeit werden wieder zunehmen an Bedeutung. Zunächst scheinen freilich die finsteren Dämonen aus diesen Bereichen die Hauptrolle zu spielen. Er spricht sogar von finsteren Dämonen, oder? Das wird noch deutlicher. Vielleicht wird diese Verschiebung so weit gehen wie beim Beginn unserer Zeitrechnung, also um Christi Geburt, sodass die Verbindung mit der Vergangenheit nur noch von ganz kleinen, abgeschlossenen Menschengruppen aufrechterhalten werden kann.
Aber vielleicht wiederholt sich nicht das Gleiche noch einmal. Vielleicht wird doch das Wesentliche an der Erkenntnis der Vergangenheit übrig bleiben und die Verschiebungen dort ihr Ende erreichen, wo das Nebeneinander und Ineinander der verschiedenen Schichten der Wirklichkeit nicht mehr als Widerspruch erscheint, das ist ja das Anliegen dieser Schrift, sondern als fruchtbare Spannung ertragen wird. Der Einzelne kann dazu nichts tun, als sich innerlich bereit machen für die Veränderungen, die ohne sein Zutun geschehen. Ich weiß, das wird einige zur Zustimmung auffordern, weil das gerade sehr viele erwarten, dass ohne ihr Zutun irgendwas passiert, aber ganz so schnell wird es wohl nicht kommen. Ne? Aber wir können ja mal hören, ich finde das genial, weil er redet vom Zweiten Weltkrieg, er redet vom Dritten Reich, das war ja schon eine soziale Katastrophe für Leute, die dem nicht vorbehaltlos gegenüberstanden. Ne? Und dazu gehörte er. Frühere Generationen konnten an dem Werk weiterbauen, das sie von ihren Vorfahren übernommen hatten. Unserer Zeit, in der auch die alten geistigen Werte mit eingeschmolzen werden, ist notwendig ein bescheideneres Ziel gesteckt. Und das ist genial, finde ich. Also was jetzt kommt, ist genial. Was ist denn? Oh. Uns bleibt zunächst nichts als das Zurückwenden zum Einfachen. Wir sollen die Pflichten und Aufgaben, die uns das Leben selber stellt, gewissenhaft erfüllen, ohne viel nach dem Woher und Wohin zu fragen. Wir sollen das, was uns noch schön dünkt, an die nächste Generation weitergeben. Zerstörtes aufbauen und den anderen Menschen über den Lärm der Leidenschaften hinweg Vertrauen schenken. Und dann sollen wir abwarten, was geschieht. Das Neue braucht ja nicht gleich sichtbar zu sein. Auch so soll es uns recht sein, die Wirklichkeit wandelt sich ohne unser Zutun von selber. Ja, weil dieser viele Aktivismus, den es ja auch im Dritten Reich gegeben hat, dieser viele Aktivismus zerstört mehr, als er aufbaut. Ja, das ist fast eine ostasiatische, ne, das ist fast Konfuzius, ne, mach am besten gar nichts. Bleib einfach passiv und tu nichts. Dann wirst du, denn alles, was man tut, macht es noch schlimmer. Ja? Und man wird nur ausgenutzt von den dämonischen Kräften, wenn man irgendwie aktivistisch unterwegs ist. Ja? Das sollten sich alle Aktivisten auch wirklich klar machen. Sie werden irgendwie ausgenutzt. So, wenn wir an die nächste Zeit denken, so droht uns die stärkste Gefahr wohl von der Verwechslung der bösen und der guten Mächte. Also wie genial ist das denn? Genau in dieser großen Gefahr leben wir heute. Gerade in einer Epoche, in der sich die Bindung zur alten Religion löst, ist die Gefahr, dass Dämonen die Herrschaft der Götter übernehmen, größer als je. Und die Dämonen verbünden sich stets mit jenem glänzenden Phantom, das die Menschen zu allen Zeiten irregeführt hat, mit der politischen Macht. Unglaublich genial. Wie konnte er denn das damals schon so genau wissen alles? Um hier den Blick zu schärfen, müssen wir uns vor allem daran erinnern, dass die politische Macht noch stets durch Verbrechen begründet worden ist. Was ist denn das für Sätze hier? Also das ist total weise. Dies wird nicht dadurch gebessert, es ist sogar das Bismarckreich. Letztlich, der hat einen Krieg vom Zaun gebrochen, der Bismarck. Der hat sogar drei Kriege vom Zaun gebrochen. Sehr bewusst. Er hat sie begrenzt gehalten und so weiter und so weiter. Aber also der höchste Standard von Sittlichkeit war das auch beim Bismarck nicht mehr. Ja? Also es war nicht so schlimm wie der amerikanische Bürgerkrieg. Ne? Der Bürgerkrieg hat sich jahrelang hingezogen, hat viel, viel mehr Opfer gefordert und viele andere Kriege, aber das war nicht der höchste Standard, was der Bismarck gemacht hatte. Also auch hier gründet die politische Macht gewissermaßen, das ist das Zweite Deutsche Kaiserreich, das ist nicht aus den allerreinsten Antrieben heraus entstanden. Das sollte man sich bewusst machen. Also ich würde das so interpretieren, ich bin trotzdem bereit, den Bismarck gegen alle blöden, dummen Leumder zu verteidigen, aber sag mal, die reinste Antrieb war es immer noch nicht. Ja, das könnte noch besser gewesen sein. Hätte noch besser gewesen sein können, aber das war nicht das Zeitalter dafür. Ne? So, durch Verbrechen begründet. Dies wird nicht dadurch gebessert, dass die... Und danach Bismarck wurde es doch nur noch schlimmer. Also dann brauchen wir uns ja gar nicht mehr weiter drüber unterhalten. Dies wird nicht dadurch gebessert, dass die politische Macht, wenn sie einer großen menschlichen Gemeinschaft als Ordnung aufgeprägt ist, schließlich auch gute Wirkungen hervorbringt. Natürlich, jede politische Macht bringt auch gute Wirkungen hervor. Sonst wäre sie sowieso gleich weggefegt.
Bei der Ausbreitung der Macht versuchen die Menschen doch stets, die anderen, die sich nicht von selbst der Gemeinschaft einordnen, durch brutale Gewalt einzugliedern. Das banale Leitwort "Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein" gilt auch heute noch für jeden der großen politischen Machtbereiche. Für jeden. Er spricht hier ganz genau auch von der angelsächsischen Welt. Und er hatte so viel Recht dazu. Und 3 Jahre später haben sie die Atombombe in Hiroshima gezündet und so weiter und so weiter. Also genau dort ist das gleiche Prinzip. Und der Heisenberg hat das schon einfach durchschaut. Er hat sich einfach auf keine Seite geschlagen. Das war eigentlich das Vernünftigste, was man in der Zeit machen konnte. Daher sollen wir hier misstrauisch sein. Zwar wird es stets politische Macht geben und stets werden ungezählte Scharen von Menschen im Kampf um die politische Macht leiden und sterben, aber darauf kommt es nicht an. Dadurch wird nichts über den Wert der Sache entschieden, für die die Menschen sterben. Vielleicht wird der neue Sinn, der dieser Welt gegeben wird, noch lange Zeit fern und unbemerkt von der politischen Macht weiter wachsen, bis er eines Tages wie von selbst große Gemeinschaften zusammenordnet. Das ist genau die Hoffnung von Friedrich Hölderlin. Ganz genau. Auch müssen wir uns wohl damit abfinden, dass es große Massen von Menschen gibt und geben wird, denen, um im Gleichnis zu sprechen, der liebe Gott nicht mehr begegnen kann. Daran wird nichts gebessert dadurch, dass man diesen Massen materielle Güter als Kompensation gibt. Auch sind hier gar nicht die gemeint, ne, das hat er 1941 geschrieben, der Mater an Kraft durch Freude und solche Geschichten, ne, denen ging es ja im Dritten Reich besser, auch den großen Massen, ja. Aber auch wieder nur durch materielle Güter. Auch sind hier gar nicht die gemeint, denen es äußerlich schlecht geht oder die nicht denken können, sondern eben die, für die die Welt ein graues und starres Antlitz trägt. In einer großen geordneten Gemeinschaft nehmen diese Menschen, geführt von der kleineren Gruppe, der anderen oder von der Jugend, doch noch irgendwie teil an dem Sinn, der alle verbindet. Aber in einer Zeit, in der dieser Sinn unklar geworden ist und neu gefunden werden muss, sind sie in einer hoffnungslosen Lage, in der auch die Fürsorge der anderen keinen Trost mehr bedeutet. Aber auch darauf kommt es nicht an. Vielleicht kann niemand diese Massen vor dem Schicksal bewahren, auf irgendeiner Seite erbittert um politische Macht kämpfen zu müssen. Aber es kommt jetzt darauf an, dass die wenigen, für die die Welt noch leuchtet, zusammenhalten und sich über die anderen hinweg erkennen. Denn nur denen kann sich der Sinn erschließen, der der Welt neu gegeben wird. Nicht der Mächtige ist wichtig, der im Bewusstsein seines Rechts den Feind vernichtet und die Widerstrebenden ins Gefängnis wirft, sondern der Gefängniswärter, der es entgegen dem Verbot doch nicht lassen kann, den Gefangenen gelegentlich ein Stück Brot zuzustecken. Wir müssen uns immer wieder klar machen, dass es wichtiger ist, dem anderen gegenüber menschlich zu handeln, als irgendwelche Berufspflichten oder nationale Pflichten oder politische Pflichten zu erfüllen. Auch das Lappen, das ist ein starker Satz, das hätte ich an seiner Stelle nicht veröffentlicht in jener Zeit. Auch das lauteste Getöse großer Ideale darf uns nicht verwirren und nicht hindern, den einen leisen Ton zu hören, auf den alles ankommt. Es ist so oft gesagt worden, dass das Schwache untergeht und dass nur das Starke sich im Lebenskampf siegreich behauptet. Das wird wohl richtig sein. Aber was ist das Starke? In der Musik sind oft nicht die Stellen am lautesten, in denen das volle Orchester den ganzen Raum mit Tönen füllt, sondern die Takte, in denen eine einzelne Geige ganz leise eine Melodie singt. Deshalb müssen sich jetzt die verbünden, die noch die weiße Rose kennen oder die den Klang der Silbersaite vernehmen können. Natürlich, da ist viel drüber zu sagen. Ne? Also der Mann, der diese Worte zu jeder Zeit geschrieben hat, der soll die Atombombe gebaut haben. Einige glauben ja, Heisenberg hätte sie gebaut. Ne? Das sind dann wieder so Verschwörungstheorien. Andere sagen, er wäre zu dumm gewesen, sie zu bauen. Nein, er hat genau diesen schmalen Grat eingehalten, gibt diesen Mächtigen, von denen hier die Rede ist, die das nur zum Unglück anderer Menschen verwenden, gibt denen keine neue Waffe. Bist du verrückt? Das machst du doch nicht. Warum denn? Und er hat es ja auf die geniale Art gelöst, dass er einfach gesagt hat, wir werden sowieso die Zeit nicht haben, innerhalb von wenigen Jahren eine Atombombe zu entwickeln. Und so weiter und so weiter. Also das sind nur so ein bisschen angedeutet. Vielleicht wird bei der zukünftigen Gestaltung der Welt
Na, der war viel weiter mit seinem Denken. Der hat nicht daran gedacht, dass wir jetzt eine Atombombe brauchen, damit Deutschland den Krieg gewinnt. Er hat auch nicht gedacht, dass die Amerikaner eine Atombombe brauchen, um den Krieg zu gewinnen. Sie brauchten sie auch gar nicht. Ne? Na, also da sind sehr viele Implikationen mit drin. Vielleicht wird, also er war weiter als alle emigrierten Physiker, die in den USA die Atombombe gebaut haben. Er hat das denen nie aufs Fett aufs Brot geschmiert, sondern die waren immer in ganz starker, nach dem Krieg, immer in Reserve gegenüber Heisenberg, weil sie wussten, dass er eine viel edlere Haltung eingenommen hat. Er hat die Atombombe nicht gebaut, aber sie haben sie gebaut. Und das war eigentlich immer, der Heisenberg war das schlechte Gewissen der emigrierten US-amerikanischen Physiker, die eine Atombombe gebaut haben. Und es war ja fast alle. Es gab ja keinen, der nicht dran gebaut hat. Vielleicht wird bei der zukünftigen, aber er hat, wie gesagt, der Heisenberg hat das nicht zum Thema gemacht. Und er hat darunter gelitten, dass die ihn nach dem Krieg alle geschnitten haben, größtenteils. Das sagt ja sein Schüler, der Hans-Peter Dürr, hat das in einem Vortrag über Heisenberg gesagt. Man muss die Informationen ganz schön zusammensammeln, bis man alles zusammen hat. Vielleicht wird bei der zukünftigen Gestaltung der Welt die Wissenschaft, aber jetzt kommt noch ein toller Gedanke, vielleicht wird bei der zukünftigen Gestaltung der Welt die Wissenschaft eine noch wichtigere Rolle spielen als bisher. Nicht so sehr deshalb, weil sie zu den Voraussetzungen der politischen Macht gehört, das hat er da auch schon gesehen, was er der Politik für eine Macht geben könnte, wenn er die materiellen Ressourcen hätte und so weiter und wenn er sich dieser Macht unterordnen hätte wollen, sondern weil sie die Stelle ist, an der die Menschen unserer Zeit der Wahrheit gegenübertreten. So einfach. So einfach. Während im politischen Leben ein dauernder Wechsel der Werte, der Kampf verlogener Ideale gegen andere verlogene Ideale gar nicht vermieden werden kann, exakt heute, das völlig das Identische wie damals, ja. Verlogene Ideale gegen verlogene Ideale. Und es gibt immer junge Leute, die sich davon immer noch verführen lassen, ja. Immer wieder zum Aktivisten werden, ja. Für irgendein verlogenes Ideal. Geht weg, haut ab, lasst das Zeug in Ruhe. Lasst sie machen, was sie wollen, aber lasst euch nicht manipulieren. Macht irgendwas, beschäftigt euch mit dem Sternenhimmel, beschäftigt euch mit Biologie, macht irgendwas Vernünftiges, aber lasst die Politik weg. Aus Politik kommt nichts Gutes, überhaupt nichts Gutes. Meine 5 Cent und auch die 5 Cent von Herrn Heisenberg. So, ein dauernder Wechsel der Ideale, so, ein verlogenen Ideale, gar nicht vermieden werden kann. Während das im politischen Leben passiert, betreten wir in der Wissenschaft einen Bereich, in dem das, was wir sagen, eben letzten Endes entweder falsch oder wahr ist. Hier gibt es noch eine höhere Macht, die unbeeinflusst durch unsere Wünsche endgültig entscheidet und damit wertet. Das ist immer die Empirie, das ist die höhere Macht, will ich jetzt mal sagen. Ne? Stimmt das, was ich als Naturwissenschaftler über die Welt sage? Wird an den Fakten, also an den empirischen Fakten der Naturwissenschaft. Ja eben, es ist halt heute, wenn er wüsste, was heute gegenüber naturwissenschaftlichen Zusammenhängen an Lehren verbreitet wären, würde er das gar nicht mehr so sicher hier formulieren. Ne? Ich versuche hier als eine kleine Menschengruppe die Tradition zu wahren. Das ist das, was eigentlich nur noch bleibt. Ja? Die Tradition des guten Erbes, das können nur kleine Menschengruppen sein, denn man sieht ja, wo die Massen überall hinlaufen. Entweder zu Querdenken oder zum Mainstream. Aber jedenfalls sind sie als Masse unterwegs. Nur die allerkleinsten Gruppen können überhaupt das Wenige, was erhalten, ne, frühere Generationen, ja, unserer Zeit, in der auch die alten geistigen Werte mit eingeschmolzen werden, massiv werden zurzeit ständig, wenn ich mir allein angucke, wie Kinder aufwachsen heute, völlig, alle alten Werte völlig eingeschmolzen. Und uns ist ein notwendig bescheideneres Ziel gesteckt. Uns bleibt zunächst nichts als das Zurückwenden zum Einfachen. Wir sollen die Pflichten, die uns das Leben stellt, gewissenhaft erfüllen. Und dazu gehört vor allem Familienleben, Freunde. Das verstehen die allerwenigsten, ja. Ich kenne fast nur Aktivisten, die keine Familie leben. Da ist die große Herausforderung unserer Zeit. Kriegt man einfach mal ein ordentliches Familienleben hin, dann könnt ihr auf euren ganzen Aktivismus verzichten und dann seid ihr irgendwie auch ein Vorbild, was wirklich echt vorbildlich ist. Also wenn man es überhaupt schafft, ja, das schafft ja sowieso kaum noch einer ordentlich. Naja, also wir haben ganz bescheidene Ziele uns zu setzen, aber die sind wichtig.
Und dabei das Bleibende, was frühere Generationen aufgebaut haben, diesen schmalen Lebensfaden, der ständig zu zerreißen droht und vor allem durch Misstrauen zu zerreißen droht, weil die Gesellschaften sich selber nicht mehr vertrauen, überhaupt nichts mehr, kein Vertrauen mehr zu haben gegenüber den Kräften, die diese Gesellschaft mal aufgebaut haben und so weiter und so weiter. Also da ist viel zu tun, aber das sind ganz kleine Menschengruppen heute und es wird so bald nicht größer werden, diese Menschengruppen. Das wäre verfehlt, da diese Hoffnung zu haben. Ich seh da ganz andere Zukunftsperspektiven, denn der Wahn wächst doch allerorten. Ja. Es gibt heutzutage, die fortschrittlichsten Menschen wenden sich dem Schamanismus zu. Ja. Ja, die finden Schamanen toll. Oder also der Aberglaube wächst. Der Aberglaube wächst. Ja. Also in jeder modernen... Also, aber gut, ich muss das nicht analysieren jetzt. Ich will es auch nicht. Am wichtigsten sind daher auch die Gebiete der reinen Wissenschaft. Achso, nee, einen Satz habe ich ja noch. In dem das, also der wissenschaftliche Bereich, in dem das, was wir sagen, eben letzten Endes entweder wahr oder falsch ist, hier gibt es noch eine höhere Macht, die unbeeinflusst durch unsere Wünsche endgültig entscheidet und damit wertet. Es ist wirklich so. Also seine Weltanschauung kann man sich bilden nach seinen Wünschen. Wissenschaft, Naturwissenschaft kann man nicht nach seinen Wünschen. Man kann Wünsche haben, aber die Wünsche werden an der Empirie entweder scheitern oder bestätigt werden. Also Wunschdenken ist in der Wissenschaft, findet da wenig Platz. Für Wunschdenken ist in der Wissenschaft wenig Spielraum. Ja, ihr dürft widersprechen, ihr riesengroßen Massen, die da auf der Straße rumlaufen. So, aber Wunschdenken ist in der Wissenschaft nicht möglich. So, am wenigsten sind daher auch die Gebiete der reinen Wissenschaft, in denen von praktischen Anwendungen nicht mehr die Rede ist, in denen vielmehr das reine Denken den verborgenen Harmonien in der Welt nachspürt. Dieser innerste Bereich, in dem Wissenschaft und Kunst kaum mehr unterschieden werden können, ist vielleicht für die heutige Menschheit die einzige Stelle, an der ihr die Wahrheit ganz rein und nicht mehr verhüllt durch menschliche Ideologien oder Wünsche gegenübertritt. Und diese Aufgabe, sich dieser Wissenschaft zu widmen, das hat Werner Heisenberg im Sommer 1920 als Verpflichtung offensichtlich, ja, dort den Lebenssinn nachzuspüren, hat offensichtlich als verpflichtendes Erlebnis gehabt. Freilich hat die große Masse der Menschen zu diesem Bereich ebenso wenig den Zugang wie früher zum Allerheiligsten des Tempels. Naja, da ist auch wieder weil eben alles zum Missbrauch einleitet und wer vom Tempel redet, der weiß gleich, dass da wieder jeder... Nee, also eigentlich hat dazu jeder Zugang. Ne? Holmar von Ditfurth wollte die große Millionenpublikum von dieser reinen Lehre der Wissenschaft überzeugen, wollte sie nahebringen, diese Welt. Und er hat keine Nachfolger gefunden. Warum? Weil dann die Welt vielleicht schon anders aussehe, ne? Heute. Aber für die Massen genügt es auch zu wissen, naja, dass einige Menschen dorthin vordringen und dass dort nicht betrogen werden kann, dass dort eben der liebe Gott entscheidet und nicht wir. Ja, das ist ein Zeitalter, das ist die Generation Holmar von Ditfurth und danach bricht selbst dieses Wissen der Massen, wo die Massen noch der Naturwissenschaft volles Vertrauen entgegengebracht haben, selbst dieses Vertrauen ist heute verloren gegangen. Ich würde mal gerne wissen, was Heisenberg jetzt noch sagen würde. Ne? Solange dieser zentrale Bereich der Wissenschaft unangetastet bleibt, ist wohl auch die Gefahr nicht allzu groß, die dadurch heraufbeschworen wird, dass wir die Kräfte der Natur in viel höherem Maße beherrschen als frühere Zeiten. Solange der zentrale Bereich unangetastet bleibt, der ist heute meines Erachtens mehr angetastet als jemals. Durch diese riesengroße Glaubwürdigkeitskrise, die die moderne Naturwissenschaft in den Augen vieler fortschrittlich denkender Menschen durchlebt, ne? So, diese Kräfte können in ihrer Wirkung zum Guten geleitet werden, die Kräfte der Naturwissenschaft, solange sie noch durch uns von einer Mitte her geordnet werden. Das ist die Atombombe hier. Er hat diese Mitte verkörpert, durch die er diese Kräfte ordnet. Nur wenn die ordnende Mitte fehlt, die US-amerikanischen Physiker, führen die Kräfte ins Chaos. Auch für die Menschheit im Ganzen gelten hier die Verse von Stefan George, wer je die Flamme umschritt. Ja, dass man eben diesen verpflichtenden Ruf der Flamme, des Erlebens der einer anderen Seite der Wirklichkeit, dass man diese Verpflichtung eben nicht mehr gerecht wird. In gewisser Weise wiederholt sich jetzt im Großen eine Ordnung, die früher bei primitiven Völkerstämmen bestanden hat. Der Forscher ist,
wenn auch gegen seinen Willen, für das Volk der Magier, dem die Kräfte der Natur gehorchen. Aber seine Macht kann nur dann zum Guten ausschlagen, wenn er gleichzeitig Priester ist und nur im Auftrag der Gottheit oder des Schicksals handelt. Das war zu der Zeit, als die Atombombe entwickelt wurde. Als das Werner Heisenberg geschrieben hat. Diese Worte hätte zur gleichen Zeit kein US-amerikanischer Physiker schreiben können, der am Manhattan-Projekt beteiligt war. So, ja, jetzt bin ich 45 Minuten. Ich mache einfach mal zu Ende. Ich wollte eigentlich noch dieses schöne Buch vorstellen. Weil ich gerade so in Fahrt bin, werde ich es auch gleich im nächsten Video machen. Also, bis gleich.